Servus und hallo, ihr lieben Grill- und Kochbegeisterten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Frau am Grill. Hier ist wieder eure Anja und heute gibt's Fleisch und Bier und deswegen habe ich mir schon mal ein Weißbier eingeschenkt. Das Gericht, um das es heute geht, habe ich zum ersten Mal in Prag gegessen und so habe ich dann mit dem Kameramann ein romantisches Wochenende verbracht. Und da gibt es ja diese Bierholz, da kann man richtig deftig essen. Ich habe mir einen Gulasch bestellt und es war so lecker, habe den Kellner gefragt, ja, was war denn da drin? Und er sagt, Bier of course. Und dieses Gulasch, ich nenne es Brauhausgulasch, das möchte ich heute für euch zubereiten. Gelingt auch in der Küche am Herd. Ich werde es im Dutch Oven zubereiten. Ihr seht schon hinter mir, da lodern bereits die Briketts im Anzündkamin. Ja, und ich blende euch übrigens dann im Laufe des Videos noch ein paar Eindrücke von Prag ein. Da gibt es noch ein paar Fotos und auch noch einen Tipp. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Normalerweise würde ich den Dutch Oven hier auf dem heruntergelassenen Rost vom Schwenkgrill betreiben, aber da es heute noch regnet und recht windig ist, habe ich mich für die Zubereitung im Kamin entschieden. Und hier im Dutch Oven befindet sich Griebenschmalz. Das habe ich selber gemacht, verlinke ich euch rechts oben. Und darin wird jetzt das Rindergulasch angebraten. Und zwar portionsweise. Es befinden sich übrigens 12 Briketts unter dem Dutch Oven. Wenn ihr wissen wollt, wo der Dutch Oven her ist, ich verlinke euch unten was dazu in der Infobox unter dem Video. Das Rindergulasch hat schon eine wunderschöne Röstung. Zeit, die Zwiebeln dazu zu geben. Die lasse ich jetzt ein bisschen mit anrösten. Hinterher kommt gleich der Knoblauch, gefolgt von den Paprika. Im nächsten Schritt gebe ich das Tomatenmark hinein und das wird auch noch ein bisschen mit angeröstet. Oh, das duftet gut. Das duftet gut. So, lassen wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit, damit wieder Hitze reinkommt in den Topf und dann geben wir die nächsten Zutaten dazu. Gewürzt wird mit ordentlich Paprikapulver. Kümmel, und Lorbeerblättern. Kurz durchrühren. So, und abgelöscht wird das Ganze mit Bier. Ich habe mich für Dunkelbier entschieden, und zwar Weltenburger Kloster Dunkelbier. Welches Bier würdet ihr an dieser Stelle jetzt dazugeben? Schreibt mir das unten in die Kommentare hinein. Dunkelbier soll ja ein besonders würziges Aroma abgeben, aber ich denke, da ist jedes Bier möglich. So, auf geht's, rein damit. Ablöschen. Herrlich. Hinzu kommt noch Rinderbrühe, Rinderfond haben wir hier. Dann rühre ich noch mal durch. So, das war der ganze Zauber der Vorbereitung. Jetzt wird nur noch der Deckel aufgelegt. Ich gebe Briketts drauf und dann lassen wir unser Brauhausgulasch 3 Stunden lang schmoren und freuen uns schon drauf. Es war doch klug, das Betreiben des Dutch Ovens in den Kamin zu verlegen. Wie man sieht, jetzt regnet es, 3 Stunden sind vergangen. Bevor wir probieren, möchte ich nochmal auf Prag zurückkommen, weil ich wollte euch ja noch einen Tipp geben. Und zwar, wenn ihr in Prag seid, wunderschöne Stadt, schaut unbedingt mal in der Skybar Cloud 9 vorbei. Tolle Atmosphäre, super Drinks zu fairen Preisen. Blendet euch da mal ein Bild von mir ein und vom Kameramann auch noch, der kam auch total auf seine Kosten. Schaut euch mal diesen Würstelstand an, also das hat ihm am allerbesten gefallen. So, gut, und jetzt werden wir mal den Dutch Oven hier rausheben aus dem Kamin und dann wird noch verfeinert und dann gekostet. So.
Ihr könnt das Brauhausgulasch noch ein bisschen mit Speisestärke andicken. Eine genaue Anleitung findet ihr unter dem Video. Ihr könnt ebenfalls noch etwas Creme Fraiche unterrühren und natürlich frische Kräuter, zum Beispiel Petersilie oder Liebstöckel. So, es donnert schon und jetzt schaue ich, dass mir der Blitz nicht trifft und probiere noch schnell. Ich habe mir übrigens Serviettenknödel dazu gemacht. Das Rezept dazu verlinke ich euch rechts oben. Weitere Beilagen wären natürlich Kartoffelknödel, Sämenknödel, Bandnudeln, Spätzle, das Übliche. Oder was fällt euch noch ein? Schreibt mir es gerne in die Kommentare. Also das Fleisch ist schon mal butterweich. Wunderbar, das Fleisch ist zart, da braucht ihr gar kein Messer. Die Soße ist würzig, schmeckt insgesamt total deftig und ich empfehle euch, dieses Brauhaus-Gulasch einmal nachzumachen. Ja, und jetzt verabschiede ich mich bei euch. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ich blende euch hier was ein. Salzen und Pfeffern übrigens nicht vergessen. Und jetzt verabschiede ich mich bei euch. Eure Anja, macht's gut, bis bald. Herrlich. Traumhaft. Hm.